Hallihallo und herzlich willkommen zu Stellar Settlers, eine Demo erneut. Wir machen heute ein neues Angespielt auf diesem Kanal. Mein Name ist Lexan und wir spielen heute, wie gesagt, Stellar Settlers. Das ist ein Space Base Builder. Wir erstellen eine Weltraumbasis und dort eine Stadt, eine Kolonie mit einzigartigem vertikalen und horizontalem Basisbau-Gameplay. Ich übernehme die Kontrolle über eine Siedlung und baue eine Kolonie auf 5 feindlichen Planeten. Ich baue ein physikbasierendes Raumschiff. Okay, das ist interessant. Ein physikbasierendes Raumschiff zu bauen, das ist heftig. Ja, das werden wir uns jetzt mal angucken. Halbe Stunde, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Leute, lass rein. Das Ganze ist auf Deutsch übersetzt. Das freut mich mega. Wir gehen auf ein neues Spiel. Und ich kann ich das an? Nee, das ist alles gesperrt. Freischaltung auf. Genau, wir können ja 5 Planeten bebauen. Freischaltung auf Level 15 ist Planet QV. Aha. Und wir starten auf diesem Planeten. Let's go. Achso, ganz wichtig. Das Spiel kommt am 11. März diesen Jahres raus. Und die Entwickler sind Tiny Mice Entertainment. So, verfügbare Siedler. Wen nehmen wir? Olivia, gute Planerin und Führerin, reduziert die Ressourcenerzeugungszeiten des Pots um 5%. Talentierter Bauingenieur, der Matt, Tunnels kosten 20% weniger. Liam, ein erfolgreicher Architekt, reduziert die Ausgaben um 10%. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann 5 Siedler mitnehmen. Also Olivia würde ich schon mal mitnehmen. Bauingenieur auf jeden Fall. Architekt definitiv. Boah, das ist aber schwierig, ne? Freischaltung, Freischaltung. Okay, wir haben jetzt noch 4 Leute übrig, die wir wählen können. Und 2 kann ich noch mitnehmen. Die will ich nicht. Eine spirituelle, liebenswerte, fröhliche Siedlerin. Okay, ich würde jetzt erstmal Kosmologen noch mitnehmen. 20%ige Chance, negative Events zu umgehen. Okay, ich nehme die. Nehme ich? Starten. Leute, ich bin gespannt. Was ist das für ein Game? Was passiert hier gleich? Ah ja, okay, wir haben ein Wabensystem. Olivia, willkommen in Ihrer ersten Siedlung in Stellar Settlers. Ihr Ziel ist es, eine gut vernetzte Raumstation zu bauen, wertvolle Ressourcen abzubauen, ein Raumschiff mit den von Ihnen erforschten Teilen zu bauen, um den Planeten zu verlassen. Achtung, jeder Planet hat seine eigenen Umweltaufgaben. Drücken Sie jetzt auf OK und starten Sie Ihr Spiel. Okay. So, Lagerport auswählen. Verbunden. Verbindet alle Pots mit Tunneln. Zu diesem gewinne alle 8 Sekunden plus 1 von allen Materialien. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ein Pod auswählen und auf dem Planetenboden platzieren. Lagerpod freigeschaltet. Baue ein Bergbau-Bot-Werk. Belohnung 10. Gut, also wir haben jetzt hier dieses Ding. Kann ich jetzt irgendwas machen? Wie kann ich das machen? Raumschiffteile, Tunnels, Baupods. Bergbaupott. Okay, wo mache ich den hin? Das ist egal, wo. Hier zum Beispiel. So, habe ich. Soll ich mehrere Pots machen? Hier? Reicht, ne? Lass ich erstmal. Okay. Bergbaupott. Lagereingang, Gewächshaus, was können wir denn hier noch machen? Erstelle neue Bergbaupots, Belohnung plus 30. Also ich muss hier irgendwas machen mit denen. Verbinden Sie diesen Pot mit einem verbundenen Pot mit Hilfe von Tunneln. Tunneln, hier, Lagertunnel. Langer Tunnel. Wie denn? Sind die jetzt verbunden? Nee. Kann ich das wieder abreißen?
Ach, hier sind die Abbiegetunnel. Wie kann ich das wieder abreißen? Strukturen beim Platzieren mit R-Taste drehen oder Rechtsklick. Okay, wie kann ich das wieder wegmachen? Hier? Bau, stoppen. Abriss. Okay. So, okay. Dann gucken wir nochmal nach den Tunneln. Machen hier einen Abbiegetunnel. Der kostet aber irgendwas. Ist egal, wir brauchen einen Abbiegetunnel. So. Und hier brauchen wir auch so einen. Dann müssen wir hier nochmal. So. Jetzt sind die verbunden, richtig? Lageeingang. Ich verstehe. Ich glaube, wir müssen. Das hier noch. Das ist Quatsch gewesen, ne? Ich muss das nochmal abbauen. Nein. Abriss. 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 Kann ich die Dinge aufnehmen? Gute Frage. So, auf jeden Fall müssen wir hier von dort rüberkommen. So. Und dort. So, die sind schon mal verbunden. Und da müssen wir noch so machen. Und die sind jetzt auch verbunden. Okay. Okay. So. Bergbau- und Transporteinheiten erstellen, um Planetenressourcen abzubauen. Ja, haben wir. War wahrscheinlich gar nicht wichtig, das hier irgendwie direkt dran zu stellen, ne? Habe ich das Gefühl. Wie kriege ich das hier wieder aufgehoben? So. Wie weit kann ich reinzoomen? So, was passiert jetzt hier? Zugewiesene Siedler. Verdoppelt die Produktion für zugewiesene Pott. Hier. Warte. Olivia. Die verdoppeln alle. Okay, rein da. Und rein da. Und dann machen wir hier noch. Liam rein. So. Und hier? Was passiert jetzt? Erstelle neue Bergbaupots. Belohnung plus noch mehr Bergbaupots. Frage mich, warum? Mach dann hier noch einen hin. Und hier? Tunnel. Okay, den muss ich noch mal drehen. Das war irgendwie Quatsch. Abriss. Wie kann ich das einsammeln? Mist. Drehen. So. So, dann kommst du. Ich hätte das so drehen können, ne? Ich hätte es nicht abreißen müssen. Wieso funktioniert der jetzt nicht? Wieso bist du nicht connected? Ist das... Ach so, warte mal. Kann es sein, dass hier... Muss ich den vielleicht drehen? Dann nehme ich den mal weg. Und mache hier eine Kurve.
Hier noch mal eine Kurve. Und noch mal eine Kurve. Besser? Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Wie kann ich diese... Naja, die Sachen fehlen hier halt. So. Aufzüge können helfen, Verbindungen zu organisieren. Ja. Okay. Können wir oben Aufzüge raufpacken? Warum sagt er mir, ich soll noch mehr Bergbauports machen? Bei den Missionen? Bots, nicht Pots. So. Lagerkapazität. Ein Meteor wird den Planeten treffen in 3 Minuten. Ach was. Wieso kommt hier nichts rein? Erstellt Bergbau- und Transportbots. Ach, so läuft der Hase. Das heißt, die anderen hätte ich gar nicht machen brauchen, ne? Erstelle neue Transportbots. Sie können die Ressourcenpriorität des Bergbaubots durch Anklicken ändern. Jetzt habe ich viel zu viele von den Dingern hier gebaut, glaube ich. Okay. Jetzt sammeln der alles ein hier, alles klar. Selbstversorgende Pots freigeschaltet, passive Ressourcengewinnung. Okay. 4. Wir machen überall 4. So, baue einen neuen Lagereingang. Okay. Ich glaube, diese Dinger hier sollte ich vielleicht mal abreißen. Ich habe viel zu viel davon. So, dann machen wir einen neuen Lagereingang. Den machen wir auch weg. Abriss. Den lassen wir stehen. Und machen hier noch einen neuen Lagereingang. So, lass gucken. Hier. Aber ich drehe den so rum. Okay. Und hier können wir dann Haber von mir aus reinmachen. So. Verbinde Bauputz. Wie verbinde Bauputz? An dem Lageeingang hätte ich jetzt. Ach shit. Ich hätte vielleicht. Das doch nochmal anders machen sollen. Machen wir doch noch einen Bauport hier hin. So. Sechs. Noch ein Bauport. Geht nicht, weil. So. 7. Wieso soll ich jetzt so viele verbinden? Geht das auch, wenn ich sage, ich mache hier noch einen ran? Diese Dinger hier brauche ich. Leitfähiges Material.
Hier wird ja was abgebaut. Leitfähiges Materialerz machen die gerade. Aber, Hauptquartier. Hier sind die ganzen Bots drinne. Ich soll die Baupots miteinander verbinden. Kann ich vielleicht dann das so machen? Wieso geht das nicht? So. Das hat nicht geholfen, nein. Okay. Was kann ich noch bauen? Lage ein Gewächshaus. Irgendwas haben die doch gesagt mit einem Fahrstuhl oder sowas. Hoher Aufzugbauplan. Forschung, aber habe ich nicht. Habe ich keine Option. Ich habe keine Forschungspunkte. Gut, verbinde also Baupots. Das heißt, ich muss weitermachen mit Baupots. Dann stellen wir noch einen Lagereingang hier hin. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, was ich hier gerade tue. So, wir probieren mal. Ich habe keine Dings mehr, leitfähiges Material, deswegen kann ich nichts mehr bauen. Wenn ich den hier hinten abreiße, habe ich wieder nur 6. Abriss, 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 Abriss. Kannst du das einsammeln? Das wäre halt super. Und ich werde dann hier nochmal, dann baue ich den nochmal ab. Abriss. Würde einsammeln. Ich mache jetzt hier oben nochmal so ein Bergbau-Dingsbums hin. Geht aber nicht, weil mir fehlen die ganzen gelben Dinger. Fuck. Und um diese Dinger hier zu bauen, brauche ich wieder die gelben Dinger. Okay. Das ist ja jetzt auch kritisch, ne? Wir brauchen mehr von den gelben Dingern. Bitte sammle die Sachen ein. Okay, hier vorne können wir jetzt, glaube ich, bauen. Dachte ich. Ne, 15 brauche ich. Ah, Mist. Jetzt. Jetzt kann ich bauen. So. Aber das hilft nicht. Ich habe jetzt immer noch nur 7. So, hier könnten wir auch noch was ranbauen. Und da auch nochmal 2. Und hier kann auch nochmal einer ran, sind 3. Okay. Ich hätte noch eine Option, jetzt 3 anzuschließen. Aber dafür brauchen wir natürlich weitaus mehr von den Dingen hier.
So, was können wir denn noch machen? Was sind das hier? Abrissmodus, Forschungspanel. Kann ich nichts machen? Steuerungspanel. Siedler. Wirtschaft. Tut sich jetzt gerade noch gar nichts. Das passiert gleich wieder irgendwas. Gleich kommt wieder so ein Meteor. Kannst du bitte hier abbauen? Ach, du sammelst hier erstmal Sachen. Ah, das ist cool. Ja, bitte nimm das. Hol das ab. Sollen wir vielleicht noch einen Transportbot aufstellen? Das war auch Quatsch hier, ne, was ich hier gemacht habe. Warte mal. Das hier kann noch weg. Das war Blödsinn. So, dann können wir hier noch einen hinstellen. So, haben wir 8. Okay, das ist auf jeden Fall ein Zeitthema, ne? Ich weiß nicht, ob man das beschleunigen kann. Das sieht erstmal nicht so aus. Einstellungen. Auch das nicht. Steuerung. Ja, da ist jetzt nichts weiter. Vielleicht ist es sinnvoller, erstmal die Pots abzugraden, ne? Dass wir quasi bei den Dingern hier, dass wir nicht alles, das ist wahrscheinlich eher ein langfristiger Auftrag und ich habe jetzt hier, mache mir jetzt selber gerade Druck, statt einfach hier die Sachen freizuschalten. Wir brauchen halt die gelben Dinger. Und die müssen freigeschaltet werden. Ist hier noch, wir haben auch gar keine Leute mehr hier. Die Siedler machen aber auch nur, die verdoppeln nur die Produktion. Das läuft ja dann trotzdem, ne? Ja. So, hier. Erhöht Produktion plus 150 der Lageeingang, wenn verbunden. Warum wird hier nichts eingesammelt, frage ich mich. Ich werde hier gleich mal noch einen Bot rausballern. Meiner. Was sind das hier? Transportbot? Aber die holen hier nichts ab. So, gleich hoffe ich, dass es weitergeht. Dann packe ich hier noch einen Miner rein. Come on, gib mir noch ein bisschen Gelb hier. Hier ist Gelb. Guck mal, das despawnt nicht, das geht direkt hier rauf. Habe ich gerade gesehen. Vielleicht ist auch die Anzeige einfach nicht korrekt. Also Transportbots müssen wir jetzt erstmal nicht bauen. Wir haben 4 von beidem, ne? Hier wird abgebaut, da wird abgebaut und da wird abgebaut. So, und diese Dinger hier. Wählen Sie Material, um Bergbautransport zu priorisieren. Ach. Warum holst du das denn jetzt nicht, Diggi?
Der hat gelb, der hat blau, der hat rot, grün. Keine Ahnung, aber die fahren ja trotzdem nicht, ne? So, wir haben jetzt 14 Dinger. Ich werde jetzt hier noch einen Minerbot reinsetzen. So, dem kann ich aber auch sagen, pass auf, mach mal bitte leitfähiges Material. Ich brauche mehr davon, damit wir mehr bauen können. So, du machst das Blau. Was können wir noch abbauen? Du machst Rot und du Grün. Das ist eigentlich okay. Sobald nochmal 10 sind, werde ich nochmal einen auf Gelb jagen, damit wir mehr Zeug bekommen. Das wäre mir sehr wichtig. Aber was ich halt merkwürdig finde, ist, warum die das nicht hierher transportieren. Warum fahren die nicht los und holen das ab? Kommen die hier nicht lang, oder? Hier liegt zu viel Stuff rum. Komisch. So, keiner fährt los. Seht ihr das? Hier fährt keiner los. Shit. Finde ich nicht gut. Er sagt, er ist online, aber er fährt nicht los. Jetzt sind alle Sachen weg. Oder wurde das automatisch aufgesammelt? So, ich hau noch einen Bot rein. Stopp, warte. Warte. Leitfähiges Material, bitte. Als nächstes hauen wir noch einen Hauler raus. Lagereingang, Lagereingang. So, okay, haben wir irgendwo noch eine Hilfestellung? Hier, gibt es da irgendwie eine Info? Wirtschaft, Forschung, Events, Missionen. Warum werden die Sachen nicht aufgesammelt? Was kann ich noch bauen? Siliziumwerk. Gewinne alle 12 Sekunden einen. Muss ja an ein Lager angeschlossen werden, richtig? Oder sowas ähnliches. So. Okay, das war Mist. Dann machen wir das so. Okay, du machst jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Abriss. Du machst jetzt irgendwie Dinge, was ich sehr gut finde. Warum fahren die Autos nicht? Voll kacke. Ich baue jetzt hier mal noch so ein Bot. Guck mal, der fährt jetzt hin und holt irgendwelche Sachen. Und sammelt jetzt Dinge ein. Aber warum macht er da nicht weiter? Warum machen die anderen nicht weiter?
Kann ich die wieder einsammeln? Ich will mal was probieren kurz. Kann man das speichern? Ah, ich kann es nicht speichern. Shit. Ich dachte, ich muss vielleicht mal neu starten oder so. Aber nö. So, dann haben wir hier so eine Verbindung. Dann haben wir hier unsere anderen Dinge. Dann würde ich sagen, machen wir. Wir müssen ja noch zwei so eine Baupots miteinander verbinden. Aber offensichtlich ist das hier auch ein Baupot. Okay, das heißt, es sind nicht zwangsläufig die anderen Sachen, die ich gerade gebaut habe. Solarmodul. Gewinne alle 10 Sekunden das da. Ah, lass uns doch hier noch so ein Ding bauen. Kann ich gerade nicht, weil mir noch was fehlt. Ich habe eigentlich alles. Kann nicht auf Erdoberfläche. Ach so. Ich kann das auch hier oben raufstellen. So. Aber die müssen jetzt verbunden werden. Vertikal platzieren. Oha. Müssen ebenfalls verbunden werden. Wie soll ich das denn machen? Hier. Ich glaube, das Ding war nicht richtig. Ah, ich verstehe. Wir müssen es drehen. Guck mal hier. Jetzt können wir mit dem Ding arbeiten. Guck hier. So. Ah, okay. Ach du Scheiße, das ist ja mega komplex. Oh Gott. Ja, wir haben jetzt Solartunnel nach oben und unten freigeschaltet. Okay. Bedeutet, wir können jetzt hier oben Dinge bauen. Wie zum Beispiel eine Lounge. Und Forschungsstation freigeschaltet. Jo, dann machen wir hier nochmal einen Vertikaltunnel. So, dann sind die auch verbunden. Weiß nicht, warum die hier rumstehen. Warum passiert hier nichts? So, wir haben 42 von den Dingern jetzt. Das ist ja krass. Okay, halt. So, Forschungsstation freigeschaltet. Lagerpot Quartiere. Auch gut. Geht das? Ja, wir haben Quartiere. Und Forschungsstation wäre halt super. Hier. Da brauchen wir aber viel mehr von dem roten Zeug und noch mehr von dem gelben Zeug. Rotes Zeug, lass mal schauen. Wir machen mal hier noch so einen weiteren Bot, der jetzt rotes Zeug abfarmt. Genau, perfekt. Machst du das? Nee, du machst grün. Mach mal bitte rot. Dann holen wir uns noch einen Bot, der weiter rotes Zeug abbaut. Nee, der macht jetzt blau. Na, ist egal. So, dann brauchen wir noch welche von denen hier. Die Sachen fahren. Kann auch sein, dass das einfach Optik ist hier, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher.
möchte, dass du leitfähiges Material organisierst. Oh, guck mal, das ist doch schön. Ja, so gefällt mir das. Sehr gut. Du machst blau. Du machst auch rot. Gut. Eigentlich sollen die alles farmen. Das sind ja nur Prioritäten. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier mehr und ich werde an der Stelle versuchen, warte mal, Forschung. Wir brauchen 70 von den gelben. Wir warten noch und dann setzen wir hier eine Forschungsstation oben drauf. Mal gucken. Wenn wir 70 haben. Sehr chilliges Game, wie ich finde. Leute, wie findet ihr das Game? Wie empfindet ihr dieses Spiel? Was ist hier los? Siedlermoral? Oh Gott. Die haben ja jetzt hier so ein Quartier. Wem kann ich das zuweisen? Niemandem. Pack mal Liam hier rein. Ich weiß zwar nicht, was für einen Sinn das jetzt macht. I don't know. So, ich kann jetzt die Forschung machen. Forschungsstation. So. Haben wir. Und die macht jetzt alle 4 Minuten so ein Forschungspunkt und dann können wir nämlich Dinge tun. Warte mal, ich muss hier mal was ändern. Irgendwo muss ich jemanden rausnehmen. Du gehst bitte raus. Aufhebung. Aufhebung. Olivia, Aufhebung. So. Ich möchte nämlich lieber hier erstmal Forschung machen wir jetzt verdoppeln, bitte, dass das schneller geht, dass wir dann 2 von den Dingern kriegen. Hier ist Liam drin. Bei dem Solarmodul hätte ich gerne Tumi. Bei der Lounge nehmen wir Matt rein. Und dann können wir hier noch. Lithiumwerk, Solarmodul, Terra Bergbau Bot. What the fuck? Gewächshaus hätte ich gerne. Gewächshaus wäre super cool. So. Und auch da machen wir wieder so ein Dings. So. Da kann denn rein Harper. So. Okay. Ein Siedler zu einem Pott zuweisen, um zusätzliche Boni zu erhalten. Ja, ich habe aber jetzt gerade keinen Siedler. So, und warum fährt hier schon wieder keiner? Wieso stehen die alle hier rum? Ich raff es nicht, ne, Leute? Was ist da los? Wer fährt? Ist das korrekt, wie das hier funktioniert? Ich weiß es nicht. Guck mal, die reagieren überhaupt nicht, als ob die ineinander verkeilt sind. So, hier machen wir auch voll. Neue Siedler angekommen. Talos, 79 Jahre alt. Talentierter Elektroingenieur. Also ich will auf jeden Fall Wyatt haben. Krankenstation freigeschaltet, kranke Siedler durch Zuweisung behandeln. Okay. Okay. So, dann machen wir Krankenstation. Dafür brauchen wir aber noch mehr Rot und Grün.
Gut, gut. Dann sammelt mal schön ein, ihr kleinen Ragger. Dann bauen wir noch eine Krankenstation. Kann ich hier so ein Ding drüber setzen? Ich weiß gerade nicht wie. Kann man das machen? Nein. Die sind halt besser, weil dann kannst du oben was draufsetzen. Bergbaubot Werk. Terra Bergbau Bot Pot. Baue neue Gewächshäuser. Ich soll mehrere Gewächshäuser bauen. Okay. Hier war das Gewächshaus, glaube ich. Ach nee, war falsch. Warte. Abriss. Entschuldigung. Mache ich hier oben drauf natürlich, wenn das geht. So. Baue neue Terra-Bergbau-Pots. Ja, das ist so eine Sache. Kann man eigentlich mehrere Sachen hier verbinden? Gibt es so ein Doppel? Hier, sowas brauche ich. Sowas brauche ich hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss den einmal wegnehmen. Abriss. Dann machen wir so. So. Und dann kann ich hier vielleicht noch ein Lager zwischensetzen. BZW würde ich hier noch einen Pott hinsetzen. So ein. Mal kurz gucken. Der hat vier Dinger. Okay, nice. Aber der ist so weit oben. Wie verbinden wir die? So, das heißt, wir machen sowas hier. Und das hier. Ne, ist Quatsch, ne? Oder das hier. Das macht gar keinen Sinn. Wie komme ich jetzt von dem da runter? So? Nee. Ich müsste doch theoretisch damit arbeiten können, oder nicht? Also damit meine ich natürlich. Raff ich gerade nicht, Leute. Das ist mir. Hä? Glaube, ich muss den ein Stück weiter nach da setzen. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Vielleicht. So. Dann packen wir. Es macht gar keinen Sinn, was ich hier tue. Wie verbinde ich die denn? Verbinde ich die vielleicht? Hier. Hier würde es gehen, guck mal. Hier kann ich die verbinden. Kann ich denn da noch einen oben drauf stellen? Nee.
Dann kann ich so machen. Und die dann verbinden. So. Achso, ich brauchte gar keinen mehr. Na gut. Erhöhe Grün auf 700. Muss Grün abfarmen. Dann nehmen wir den mal und machen Grün. Let's go. Du auch? Grün. Let's go. Was kann ich hier machen? Terra Bergbau Port. Gewinne alle 12 Sekunden Rot. Aber ich kann nur Rot abbauen damit. Also Baumaterial. So, Krankenstation wollte ich doch noch machen. Habe ich die denn schon? Die habe ich doch noch gar nicht gebaut. Stelle ich hier hin? Oder habe ich die schon gebaut? Ich sehe nicht mehr durch. Wir machen das. So. Bin ich sicher. Keine Ahnung. Gut. Okay. Ich glaube, das hier ist ein Anzeigefehler, oder? Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir haben 4 Forschungspunkte. Dann können wir doch jetzt schon mal Hubtunnelbauplan. Erfahren Sie weitere Möglichkeiten, um Port zu verbinden. Schalte die Struktur Hubtunnel frei. Observatorium. Fokus auf die schnellere Generierung von lalala. Und hier brauchen wir 3. Wir fangen einfach oben an. Unterhaltungszentrum. Let's go. So, Unterhaltungszentrum. Hier. Finde ich gut. Machen wir direkt hier so ein Ding hin. So. Läuft. Das sieht ein bisschen kreuz und quer aus hier. Aber ich glaube, wenn man sich in das Spiel reingefuchst hat, dann über Zeit hat man wahrscheinlich andere kreative Ideen. Wissen das? Oh. Bergen. Können wir das bergen? Okay. Ist hier noch mehr Stuff? Lernen? Naja, okay. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für das Angespielt. Sehr, sehr interessantes Spiel, dieses Stellar Settlers. Mir gefällt's, bleibt auf der Wunschliste. Bin sehr gespannt, was aus dem Spiel wird. Sehr entspannt, sehr chillig, kann man gut seine Zeit drin verballern. Ich hoffe, dass das denn hier nochmal ein bisschen gefixt wird, weil das hier ist ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, das ist einfach ein Anzeigefehler, ich weiß nicht genau. Die sind ineinander jetzt verkeilt, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Man sieht sie nur nicht fahren oder so. I don't know. Müsste man auch alles ein bisschen besser strukturieren, vielleicht ein bisschen weitläufiger das Ganze gestalten. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall das Prinzip verstanden. Sehr, sehr coole Nummer, Leute. Sehr, sehr coole Nummer. Guck mal, Matt geht's richtig gut. Warum geht's Matt so gut? Der arbeitet hier. Unterhaltungszentrum. Ich habe niemanden. Doch, Wyatt kann da noch rein. Perfekt. Ja, perfekt. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Angespielt Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.